Willkommen Leute zu Folge Nummer 2 von Mario Kart 8 auf der Wii U. Ich wollte jetzt schon Deluxe sagen, aber nein, dieses Mal ist es wieder das gewöhnliche alte Mario Kart 8. Ja, lange nichts mehr gekommen, der letzte Part war irgendwann Mitte September. Ja, ich werde das jetzt auch nicht so oft bringen, wahrscheinlich wird das Projekt auch nicht allzu lang. Weil dann bin ich, habe mir eigentlich was überlegt mit diesem. Oh, zweimal gesniped, ein drittes Mal, nein, schade. Hey, doch, da einmal gesniped, alles klar. Ich habe mir noch was überlegt mit dem Projekt, aber da werde ich dann erst in der letzten Folge drüber reden. Ja, deswegen, wir werden auch in diesem LP, für alle, die es noch nicht wissen, nochmal klar machen, wir werden mehr Fokus auf den Battle Mode legen. Da der Hand-Modus ja praktisch in Mario Kart 8 Deluxe das exakt selbe ist, bis auf die Details, wie zum Beispiel das mit dem lilanen Boost Turbo. Warum ist Morten eigentlich so weit zurück? Oder mit den doppelten Itemboxen. Sonst ist ja exakt dasselbe. Ja, es fehlen ein paar Charaktere, aber das hat ja auch nicht mehr wirklich Einfluss. Hey, Münze habe ich schon vermisst. Kann sein, dass Morten versucht, mich zu Blue Shellen oder was. Auf jeden Fall in dieser Folge machen wir einfach mal so 5 Rennen. Was sage ich? Da haben wir die Blue Shell. Fast getroffen. Fast. Ja klar, ich bekomme halt wieder die Münze. Ey, danke für den Wurf. Das hat mir geholfen. Um ehrlich zu sein, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich wäre schon zufrieden, unter den Top 3 zu landen. Ist ja auch eine andere Steuerung, ein bisschen. Ich spiele hier mit dem Reveal und auf der Switch mit dem Joy-Con Grip. Wir gewinnen sogar einen 1. Super. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe jetzt erst gedacht, ich wäre einfach mal so 9. zum Anfang. Aber ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Ja, dann sehen wir uns dann gleich zum nächsten Rennen. Marios Piste als zweites. Ich hoffe, man hat jetzt nicht dieses komische Hintergeräusch von meinem Rechner gehört. Ich wollte kurz eine Datei testen. Und er wollte sie mir nicht öffnen. Öffnen fehlgeschlagen. Ja, das bin ich ja schon gewohnt. Das passiert mit jeder zweiten Datei. Da muss ich sie halt nochmal anklicken und dann funktioniert's. Oh, dem darf ich nicht auffahren. Bin ich auch nicht gut. So, wir sind erster Hang. Haben Vorsprung ein bisschen. Aber es ist ja erst erster Runde. Es kommt bestimmt jetzt wieder mal jemand mit dem Roten daher. Ich bekomme ja nur Münzen. Na gut, ausnahmsweise mal nicht. Ich liebe das echt. In das Ziel heimfliegen. Und Lakitu hängt mir schon wieder hinten dran. Oh, Glück gehabt. Ja. Das war klar. Ja, dann so ein unnötiges Item. Ein Item, was auch auf dem dritten Hang so unbrauchbar ist wie eine Münze auf dem ersten. Also schnell weg damit. Ja, aber die sind jetzt weit vor Haus. Und hier liegen einfach ein Haufen Bananen. Okay. Jetzt sind wir 5. 6. Damit bin ich in Hinsicht auf einen Ansatz nicht so zufrieden. Aber wenn ich so weiterhin so schlecht war, wie jetzt gerade, dann wird sich daran auch nichts ändern. Okay.
Wir werden jetzt hoffentlich noch welche aufholen. Schon sind wir auf dem dritten Hang. Mehr werden wir nicht mehr rausholen können. Wir müssen eher schauen, dass wir den dritten verteidigen können. Und das konnten wir so gerade noch. Die anderen beiden holen uns einfach knapp nach der Linie ein. Ja, dahinter ist ganz okay, denke ich. Aber dieser Marcello ist mir echt richtig auf die Pelle dann gehückt. Schaut euch mal das Mi dort an. Von dem aus Kanada. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Meine Güte, was man da schon alles schaffen kann für Mies. Deswegen habe ich jetzt auch die Aufnahme von diesem Herrn ein paar Sekunden eher gestartet. Ich habe gedacht, das muss ich euch zeigen. Aber es macht echt Spaß, immer so seltsame Mies zu erstellen, finde ich. Mache ich auch gern. Habe ich auch schon mal in Streams von Mario Kart 8 gezeigt. Von damals. Vor ein paar Monaten oder so. Vor der kleinen Kanalumänderung. Warum werfe ich eigentlich meinen Hut nicht? Jetzt sind wir letzter. So, jetzt letzter. Jetzt holen wir das Feld von hinten auf. Und dann bekommen wir einen Pilz. Super Item. Für den 9. Platz. Das ist ein gutes Item auf dem 3. Hang oder so. Da war er. Eine Münze. Bin ich ganz versehen auf den Item-Wurfknopf gekommen. Echt, wow. Ich habe lauter Short-Items. Schon wieder ein Pilz. Ich glaub's echt nicht mehr. Aber meine Leistung überzeugt auch nicht wirklich gerade. Endlich mal ein gutes Item. Jetzt kommt wahrscheinlich jemand mit dem Blitz. Komm, das schaffst du noch dort. Oh. Was war denn das für ein komischer Wurf? Aber Lakitu ist schon wieder so weit voraus. Lakitu ist praktisch unschlagbar hier. Okay, das hat eher Zeit gekostet. Fast hätte ich den noch eingeholt. Fast. Hat aber nicht mehr ganz gereicht. Für Pucki. Okay. Wir sinken immer mehr ab. Okay, schauen wir mal, ob es gleich besser wird. Hoffen wir es. Nostalgie pur. Im Regenbogenboulevard von der N64. Ja, dieser Remake. Ich finde den Remake eigentlich perfekt, wenn man das Original anschaut. Die Originalstrecke. Ich habe Mario Kart 64 nie gespielt. Aber sie sah nicht wirklich spaßig aus und auch irgendwie, ja, es hat viel zu lange gedauert. Weil man das jetzt nur noch ein Drittel davon fahren muss wie damals. Aber jetzt ist sie wirklich schön bunt, dann die schöne Nachtstimmung. Macht sie von der Stimmung her eigentlich das beste Regenbogenboulevard bisher. Also von der Strecke her bevorzuge ich die Wii-Version. Viele sagen ja, 3DS Regenbogenboulevard ist das Beste. Vom Aussehen her kann ich zustimmen, aber ich habe sie selber, bin ich noch nie drauf gefahren. Ich habe ja kein 3DS und plane auch nicht mehr zuzulegen. Lori's Dog. Was für Lori. Den auch noch die Leute kommen.
So, jetzt ist mal Zeit, dass Lucky Two nicht gewinnt. Weil Lucky Two ist eh ein dummer Charakter. Oh, kommt! Leute. Das ist nicht mehr normal. Elfter, klasse. Aber Lakitu ist nur Vierter geworden. Immerhin. Ja. Jetzt gehen wir dann zum letzten Rennen. Dann bis gleich. Das letzte Rennen dieses Parts findet auch dort statt, wo ich glaube im letzten Part die letzte Schlacht stattgefunden hat. Toads Autobahn ebenfalls aus Mario Kart 64. Und ebenfalls in einer wirklich guten Nachtstimmung. Aber ans Mondblick, an die Mondblickstraße kommt es meiner Meinung nach nicht daran. Dennoch eine gelungene Strecke, wie ich finde, vor allem der Remake hier. So, dann schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Ich hoffe mehr als im vergangenen Rennen. Das habe ich kommen sehen. Dankeschön, dass ihr mich in meine eigene Banane schubst. Ja, toll, ich habe jetzt gerade echt das größte Glück. Immerhin haben die mich nicht getroffen jetzt. Ja, Power-Up kommt hier leider keins mehr am Ende. Wir sind schon wieder Elfter. Toll. Boah, knapp. Aber ich glaube, ich wäre eh noch unverwundbar gewesen mit dem Stern. So, Achter. Naja. Der war Luigi, der Arme. Danke sehr. Also irgendwie kommt es mir so vor, als würden die ganz schön hier rumglitschen alle. Danke, Spiel. Alles klar, Leute. Ja, ich habe Lakitu besiegt. Ist letzter geworden. Alles klar. Ja, Leute, das war's dann auch von Mario Kart 8, Folge Nummer 2. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren für mehr. Danke fürs Zuschauen. Mehr kommt bald. Auf Wiedersehen.